Hallo liebe Spielende, es ist soweit, Fallout 4 ist da und ich werde es jetzt spielen. Ich bin Gary in Metatron, ich freue mich drauf und bin echt gespannt, wie Fallout 4 sein wird. Fallout 3, Fallout New Vegas und Skyrim habe ich wie verrückt gespielt, also habe ich wirklich über 100 Stunden in jedes Spiel davon reingesteckt und ich hoffe, so viel Zeit werde ich auch hier reinstecken. Wir sind hier gerade im Startmenü und wie ihr schon seht, bei Bestätigen und Abbrechen unten, ein neues Spiel starten, habe ich die Xbox-Belegung. Ich spiele aber auf dem PC und habe einen PlayStation 4-Controller an meinen PC angeschlossen und das Spiel hat automatisch erkannt, dass mein Controller hier angeschlossen ist. Ohne irgendwelche Add-ons oder so, das ging automatisch. Für euch alle, die ihr hier zuschaut, schreibt mir fleißig in die Kommentare, wie ich spielen soll, was ich zuerst machen soll, wie ich erkunden soll, welche Stats ich nehmen soll. Ich selber habe so ein komplexes Spiel wie Fallout noch nicht so oft Let's Played. Ich spiele zwar viele MMORPGs, aber ein normales Rollenspiel war noch nicht dabei. Aber jetzt schauen wir uns in Ruhe das Intro mal an. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Na, das war doch mal ein episches Intro. Wir wissen jetzt also, hier ist ziemliches, ja, Chaos. Also der Krieg ist ausgebrochen und sie haben, ja, Energieknappheit und, naja, also alles nicht ganz so einfach. Und ich habe hier gerade mal zwei verschiedene Gesichter mir angeschaut. Ihr seht, man sieht dann komplett anders aus. Was können wir auf jeden Fall machen? Diese vorgefertigten Gesichter nehmen. Hinten fliegt der Roboter schon rum. Okay, nicht schlecht. Jetzt bin ich dran, Großer. Wie cool dieser Wechsel zwischen den Geschlechtern gemacht ist. Wenn man jetzt eine Frau spielen will,
Da sprechen die sich richtig ab. Lass mich mal in den Spiegel. Wie cool. Auch hier gibt es verschiedene Gesichter als Vorauswahl. Und hier schaue ich mal. Wir machen mal eine Blondine. Das liegt daran, dass ich auch blond bin in echt. Also von daher machen wir mal eine blonde Familie hier. Weil die meisten spielen ja so brünett oder braun oder rothaarig. Und blond sieht man eigentlich relativ selten, finde ich jedenfalls. So, und jetzt suchen wir mal hier. Platinblond ist ein bisschen zu hell, aber Weißt normales du, wie sehr Blond. mir dein neuer Haarschnitt gefällt? Und er mischt sich auch wieder ein. Sehr schön. Weißt du, wie sehr mir dein neuer Haarschnitt gefällt? Was für ein Schleimer. Aber war cool gemacht. Obwohl eigentlich hatte ich ja nur eine andere Farbe genommen. Und hier sehen wir mal die Frisuren, die es gibt. Auch sehr abwechslungsreich. Sehr schön. Ich habe den besten Friseur, wirklich. Sie liebt ihren Friseur. Hier kann man ja stundenlang verbringen und diese Charakter verändern. So, und dann hat man noch Make-up. Oh, hier kann man auch ganz viel Make-up ansetzen. Auch hübsch. Nicht schlecht. Schatz, du siehst so schön aus wie am ersten Tag. Ja, ihm scheint es zu gefallen, wenn man sie umstylt. Oh, aber die Makel, die sehen ja eklig aus. Oh, die kann ja richtig fiese Makel haben. Oh Mann, oh Mann. Und dann kann sie auch noch Schäden haben hier, Narben und sowas. Makel und Schäden. Boah, mit blauen Flecken im Gesicht. Oh mein Gott. Ah, und den Körperbau kann man auch noch einstellen. Ja, was haben wir denn hier? Muskulös, dann ist sie etwas stärker. Groß, ja, das heißt wohl eher dick. Und da müsste eher dick stehen, würde ich sagen. Dann dünn. Uiuiui. Was für ein Gerippe. Ja, sie hat ja gerade ein Kind bekommen. Ich versuche jetzt mal so das hinzukriegen, wie das so ist, wenn man ein Kind bekommen hat. Sind ja frisch Eltern geworden hier. Ja, das sieht doch fast so aus, als wäre sie gerade aus der Schwangerschaft gekommen. So. Lass mich mal kurz daran. Das erstmal zur Frau. Ich werde aber einen Mann spielen. Von daher werde ich jetzt hier mal meinen Mann tunen und schauen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Also da auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Gesichter und Möglichkeiten, schon alleine die vorgefertigten, aber ich werde mir natürlich meinen eigenen bauen. Wie gesagt, ich bin blond, ich war mal dünn, im Moment bin ich ein bisschen dicker, jetzt kommt der Winter wieder, aber mal gucken, wie ich mich jetzt bauen werde. Ich glaube, muskulös, dünn, naja, ich habe schon 20 Kilo mehr drauf, aber das wird im Sommer wieder. So, das hier sollte jetzt mal meine Vorlage sein, den ich jetzt noch ein bisschen verändern möchte. Ja, irgendwelche Makel oder so machen wir ihm nicht. So, und dann gucken wir mal erstmal auf die Haarfarbe. Ne, die Haarform, den Stil. So, ja, das sieht doch schon cool aus. Rebell, zottelig, schmuddelig, nee. Gepflegt. Alpha-Männchen, wie die die nennen, cool. Was haben wir noch? Hitzkopf, Mathelehrer. Bootcamp, yeah. Nee, ich glaube, ich werde hier so zottelmäßig werden. Weil meine Frisur, die ich so im Real Life Gefällt habe, mir. Das macht dich jünger. die ist nicht dabei. So, und dann blond. Ja, ist fast meine Farbe. Die neue Frisur steht mir wirklich gut. Das finde ich aber auch. Jetzt gucken wir noch, was wir noch verändern können. Bart habe ich auch nicht so oft, aber jetzt erstmal hier die dicken Augenbrauen ein bisschen verändern. Obwohl die könnten eigentlich so bleiben. Da werde ich nicht so viel verändern dran. Das lasse ich also so erstmal. Du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Und immer wieder lassen die Kommentare los. Boah, ich könnte echt stundenlang hier die Figur machen. Aber wir gehen jetzt gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen durch die Wohnung hier.
und beenden das gleich mal. Aber der Bart muss noch ab. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ein bisschen muss ich mich noch tunen. Ja, sieht doch schon ein bisschen mehr aus. Sieht ein bisschen bubimäßig aus, aber naja, wenn er mit einer dicken Atombombe durch die Gegend läuft und alle wegschnetzelt, da kann er ruhig auch bubimäßig aussehen. Das passt schon. Okay. Ich mag die Stoppeln. Die unterstreichen dein Kinn. So, das sieht doch auch bis jetzt relativ realistisch aus. Also nichts Wildes dabei. Der hat sowieso meiste Zeit nur den Helm an. Also so werden wir den relativ wenig sehen, denke ich mir. Ja, so. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Genau, noch den Mund geändert. Und was ich in Zukunft tun werde, ist, dass ich die Musik im Hintergrund ausschalte. Ich weiß nicht, wie das mit den Urheberrechten ist. Ich weiß noch nicht mal, ob es bei diesem Video einfach angenommen wird oder ob YouTube da wieder zickt. Wirklich. Sean hat dein Lächeln. Von daher, seid nicht zu streng, wenn es meistens nur Kommentare und Geballer gibt. Gerade mit der Musik ist das immer so eine Sache mit Urheberrechten. Wenn die hier in dem Spiel drin sind, sind das ja richtige Songs. Richtig schön frisch. Von Künstlern. Und da weiß ich nicht, ob die schon freigegeben haben, die Rechte oder sowas. Darum, also ich werde wohl die meiste Zeit kommentieren. Wir werden die meiste Zeit Quests hören und natürlich viel kämpfen und craften und so weiter und so fort. Okay, jetzt sieht er eigentlich so aus, wie ich mir fast vorgestellt habe. Ja. So eine süße Nase. Ein bisschen kantig ist er noch. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen runder überall. Aber kommt schon nah ran. Hallo, schöner Mann. Wie gesagt, wenn er jetzt noch 20 Kilo mehr drauf hätte, käme er mir sehr gleich. Ja, vielleicht noch hier ein bisschen. Ah, Mensch, ich könnte Chirurg werden. Schönheitschirurg. So attraktiv wie am ersten Tag. Naja, ist vielleicht auch eine sehr blutige Sache. Vielleicht doch nicht. Also, das ist die Kiefermitte jetzt gewesen. Wir haben den Bart, wir haben die Farbe, wir haben den Körper, wir haben Haare. Was haben wir alles verändert? Mein Gott, wir haben eigentlich fast alles getan. Oh, komm schon. Wollen wir noch was an der Frau verändern? Ich denke... Nur eine Minute. Wirklich? Nee, wir ändern noch was an dem Mann, und zwar die Augen. Wir müssten nämlich hier nochmal die Augen nicht ganz so schläfrig machen oder mindestens die Farbe. Ja, nicht schlecht. Ja, genau. Blaue Augen sind doch auch schon mal gut. Und vielleicht jetzt nicht ganz so ein Schlafzimmerblick. Vielleicht die Lider oben ein bisschen höher, damit die Augen ein bisschen offener sind. Ja. So schöne Augen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wacher. Ich sah gerade ein bisschen müde aus. Und ich würde sagen, das passt doch, oder? Ja, das ist doch ein Garion. Okay, den Charakter können wir bestätigen. Und dann geht's jetzt mal los. Schatz. Warum schaust du nicht mal, ob das Frühstück schon fertig ist? Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. So, ich habe automatisch gespeichert. Das ging automatisch. Jetzt können wir hier die Tür schließen. Ah, das klappt ja super. Und jetzt gucken wir uns mal ein paar Sachen an. Hier das Baby. Wie niedlich. Gucci, Gucci, Gucci. Und das Babymobil. Ui, alles sehr interaktiv hier. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Und man kann auch wirklich alles anklicken. Das freut mich. Hey, setzen ist immer gut. Erstmal Pause machen. Baby, genug drauf aufgepasst. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Okay, ich glaube, ich werde den Untertitel gleich mal einstellen. Hm,
Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Damit, wenn ich kommentiere, nicht zu viele Soundsachen wegbleiben für euch, also dass ich den zu sehr unterbreche oder so. So kann man wenigstens auf jeden Fall nachlesen, wenn man mal was nicht versteht, was er sagt. Schon wieder kaputt. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, so ist das. Sound schon mal ausgestellt? Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Krieg bleibt immer gleich. Da ist was dran. Okay. Und jetzt haben wir das Schlafzimmer gesehen, wir haben das Babyzimmer gesehen, jetzt gucken wir nur hier nach. Das soll Cotsworth erledigen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Oh ja, der Abraxo Clean. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und... Ja, hier könnte man ihn schnell speichern, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal den Untertitel an und tun ein bisschen was hier tunen am Sound. Die Stimmen lauter, die Musik leiser. Ja, die Schritte sind okay, Radio ist auch okay, wenn da nur Gerede ist. So, und dann, was haben wir hier noch? Dialoguntertitel und allgemeine Untertitel, genau. Falls man was mal nicht richtig hört. So, und die Hutfarbe, die muss ich auch auf meine Farbe verändern, nämlich bläulich. Also türkisblau ist für mich okay. So ist ein RPG doch wunderschön, wenn man schon das UI auf sich umstellen kann. Die neue Zeitung, gerade reingekommen. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Oh, die Milch wurde geliefert. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Ach, was ist das für ein schönes Gerede hier. Alle sprechen mit einem. Der Fernseher ist hier kräftig, auch die Nachrichten am Vorlesen. Und ich finde, die Grafik ist eigentlich relativ schön geworden. Also so schlecht finde ich die gar nicht. Und hier haben wir noch ein Holoband-Abspielgerät, also noch mehr Musik. Ach, das mit der Musik. Ich hoffe, das wird mir hier keine Probleme geben bei dem Spiel. Naja, wäre blöd, wenn man immer alles rausschneiden muss. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Schatz? Wow, wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Oh, da ist jemand an der Tür. Wer könnte das denn sein? Die guten alten USA. Ich bin so stolz auf Sie. Na, dann werden wir doch mal schauen, wer uns da besuchen möchte. Fernseher reicht erstmal. Komm schon, mach einfach auf. Dann sind wir ihn auch schnell wieder los. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Ich habe gerade wenig Zeit. Oh, aber sicher. Es wird nicht lange dauern. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es muss sichergestellt werden, dass Sie Zugang haben im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Kommen Sie ein andermal wieder. Komm, Schatz, nur ein bisschen Papierkram. Lass es ihn ausfüllen. Du hast recht. Bringen wir es hinter uns. Es müssen nur noch diese lästigen Details geklärt werden. Ah, jetzt wird mein Charakter gemacht. Die Registrierung läuft. Der Name, dann Stärke, repräsentiert rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Nahkampfschaden du machst. Tragen ist wichtig, mache ich schon was drauf. Wahrnehmung, sechster Sinn und Waffenpräzision, auch wichtig. Ausdauer. Ja, Gesundheit und Aktionspunkte, ja, braucht man auch ab und zu. Charisma, ja, um zu überreden oder handeln, ja. Intelligenz, ja, mal so ein Buch lesen oder Computer knacken oder Ex bekommen, ja, wichtig. Beweglichkeit, Reaktionszeit und Geschick, Aktionspunkte, ja, auch wichtig. Glück, wie die Qualität gefundener Gegenstände und kritischer Treffer. Oh mein Gott, alles ist wichtig. Aber ich glaube, Beweglichkeit, Aktionspunkte, erstmal viel tragen können, ist, glaube ich, am Anfang ganz wichtig. Und natürlich intelligent sein, damit man irgendwelche Schlösser knacken kann oder sowas. Ja, ich glaube, so ist es eigentlich ganz gut. Mich hätte ja mal interessiert, wenn man zu dem Typen immer sagt, verschwinde und sowas. Oder der Frau auch sagt, misch dich nicht ein und so. Ob man überhaupt da an den Punkt hier gekommen wäre. Ja, ich glaube, ich muss mal irgendwann nochmal ein neues Spiel starten und nochmal ausprobieren. So, aber so ist es gut, glaube ich. Ausdauer ist okay, Stärke, Intelligenz, Beweglichkeit ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache erstmal tragen und leben, Ausdauer und Stärke. Man kann ja immer nochmal umskillen. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey. Dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast kurz was gehört. Los! Und das machen wir im nächsten Let's Play. Dann kümmern wir uns um das Baby. Jetzt machen wir mal ein Schnellspeichern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Beim nächsten Mal geht bestimmt die Action richtig los. Bis demnächst. Bye, bye.